Okay, dann. Was für ein Angebot zu die Hüter Pläne? Mein letztes, mein Lieber. Mein letztes. Ich werde dir nur noch dieses eine Angebot machen. Denn wenn du stirbst, und das wird ja nun sicher bald sein, dann fällt dein Berg, The Mountain, an deine Gemeinde zurück. By the way, wen haben wir da? A-Hörnchen und B-Hörnchen? Hm? Wir? Pass mal auf. Ich bin Josh und das ist Türlich. Und wir sind die neuen Bergwächter von Klein Ischke. Hm? Oh, du hast deine eigenen Superhelfer. Nur leider hast du keinen Erben. Und deine Gemeinde wird mir deinen Berg auf jeden Fall verkaufen. Ich glaubst du, du Kröte. Mine leuchtet hinter mir wie der Berg selber. I don't think so. Und was hättest du gern zu Weihnachten? Heißes Wasser. Direkt aus der Leitung. Oder vielleicht doch lieber eine Playstation? Verräter! You see? Du solltest besser gleich an mich verkaufen. Dann kann ich Klein Ischke der Civilization zuführen. So what do you say, old man? Der Vertrag ist hier. Du brauchst ihn only zu unterschreiben. Oh well. Du willst nicht. But be careful, old man. Meine Geduld ist am Ende. Und glaub ja nicht, dass diese Bodyguards hier dir helfen können. Von wegen Bodyguards? Das ist mein Enkel. Enkel? Ja. Natürlich wird auch mein Tod den Berg übernehmen und dann zusammen mit Heidi in alter Weise weiterführen. Nicht wahr? Natürlich. Mit Heidi? Logomat! Natürlich, Großvater. Und keine Lifte. Keine Lifte. Und keine Touristen. Keine Touristen. Und kein Strom. Niemals. Kein Strom. Niemals. Nadine. Jessica. I got a job for you. Great to have you here, boys. Und vielen Dank, Mädels. Ich hoffe, der Yeti hat euch nicht zu sehr verletzt. Okay, Boys. Da ist eine Sache, die ich euch zeigen muss. Die sind for you. Wow. Mal ehrlich, Boys. Es wäre mir eine große Ehre, euch bei meiner Bergwacht willkommen zu heißen. Natürlich, das ist es. Bergwacht. Weißt du, was das heißt? Das heißt Tor und Babes und jede Menge Weiber. Aber der Großvater sagt... Der Großvater, der Großvater. Jetzt vergiss mal die ganze Ötzi-Scheiße. Willst du auf der Alm rumhängen und zugucken, wie das Stottermann dein Alter anmacht, hä? Natürlich, die Welt wartet auf uns. Ich sehe, dass du noch zögerst, natürlich, my friend. Wie wäre es, wenn ich dir einfach deinen sehnlichsten Wunsch erfülle? König Türlich, du kannst mit uns machen, was du willst. Echt? Alles, was ich will? Yeah! Und das können sie? Well, sure. Es gibt nichts, was ich nicht kann. Ist geritzt. Und wann kriege ich das? Oh, sehr bald, my friend. Nur noch eine Kleinigkeit, sozusagen just a formality. Als Gegenleistung hätte ich gerne die Nutzungsrechte an deinem Berg, Türlich. Aber der gehört mir doch noch gar nicht. Ach komm, Mr. Dump meint, wenn er dir dann gehört, oder? Right. Klar können sie haben, no problem. Voll mit Liften zu, kleiner Teil. Und an jeden Lift kommt eine Jagatee-Bude und 20 Schierhasen, ja? Well, whatever you say. Okay. Okay, boys, it's the deal. Willkommen bei meiner Bergwacht. Bye, Ranger!
oder? Boxer, Boxer! Mutter! Bodenlos. Pervers. Mutter! Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du meine Bergwächter in Frieden lassen sollst? Wenn die immer so knackig sind. Meine Damen und Herren, liebe Bösewichte. Damen? Shut up, asshole! Everybody zugehört. Es ist mir eine große Ehre, euch zu präsentieren die Zukunft von Klein Ischgl. You know the problem. Die Natur ist einfach nicht hygienisch, nicht perfekt genug für einen super Skiurlaub. And that's why I werde errichten Mountain World. Ein ganzer Berg, komplett aus Plastik. Und um für diese Vision Platz zu schaffen, werden wir schon tonight im Schutze der Dunkelheit den Berg des Öhis in die Luft sprengen und Klein Ischgl dem Erdboden gleichmachen. Aber zuerst müssen wir diesen idiotischen Türlich und all seine Friends neutralisieren. All of them! Keine hässlichen Skilifte, sondern Achterbahnen, mit denen die People nach oben fahren. Raucher- und Nichtraucherhänge. Jede halbe Stunde eine künstliche Lawine mit Feuerwerk. No more scharfe Kanten oder Steine. Feng Shui! Überall harmlose Gummibäume, zahme Elefanten und Nashörner zum Streicheln for the kids. Und the best, tagsüber Sunshine und only nachts Nices. Guter Trick. Aber jetzt lass uns mal sehen, was du jetzt machen willst. Meinen Sie mich? Er spricht? Vorsicht, Boss. Danger. Das ist keine Pappfigur. Oh, really? Aber ich bin doch nur hier, um ihm meinen Gefangenen auszuliefern. Ja, die Bestie vom Öhi. Die habe ich eigenhändig überwältigt. Die sieht aber nicht sehr überwältigt aus. Really? Tut mir leid, Josef. Dir ist klar, dass ich nicht haben kann irgendwelche Mitwisser. Go to hell, du dreckiger Spion. Nein! Merkwürdig. Ihr habt doch Nein gesagt. Ich gehe jetzt in mein Geheimlabor, um die Bombe zu programmieren. Und ihr haltet euch genau an the perfect plan. Aber Moment mal. Auf dem Plan stand doch, erst den Berg sprengen und dann flüchten. You idiots. Wie können wir erst den Berg sprengen und dann flüchten, hm? Aber das stand so auf dem Plan. Nee. Da stand, erst flüchten, dann den Öhi führen und dann den Berg töten. Ja, und wann bestechen wir Heidi? I can't believe it. Ein Plan wie ein Uhrwerk. Und nur Amöben, um ihn auszuführen! Entschuldigung, ich glaube, ich bin doch eher entführt worden als bestochen. Shut up! Erst entführen, dann flüchten, dann sprengen! Ja,
Aber die Bombe tickt doch schon. Damn! She's right! Welcher von euch Idioten hat das getan? You. Na endlich. Einen Schritt weiter. Und ich werde ihr das Gehirn rauspusten. Entschuldigung? Werde ich nicht sowieso sterben, wenn die Bombe explodiert? Ich kann dich immer noch früher töten, Baby. Also natürlich. Come on. Du bist geschlagen. Unterschreib endlich den Vertrag. Great. Finally habe ich meine Rache an diesem verdammten Öhi. Und wir können endlich diesen dreckigen Berg sprengen. Aber konnten wir das nicht sowieso schon? Shut the fuck up! Du killst die beiden jetzt! Das hast du dir so gedacht, you bastard! Verdammt, er hatte mich reingelegt. Was sollte ich jetzt nur tun? Zum Äußersten. Menno, das gilt nicht. Gilt wohl, Sucker. Und jetzt viel Spaß bei eurem Tod. Ha! Sie heilen, meine Freunde. Was ist denn los? Geben Sie schon auf? Agent? Was? Mein Agent? Hier? Beim Arbeiten? Oh.